So, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und darauf habe ich mich schon sehr gefreut, dass es endlich rauskommt. Und jetzt haben wir es. Wir haben finally eine EP von Arkaya. Hab gerade aus Versehen Leertaste gedrückt. Kalte Winter, kalte Herzen. 4 Songs, 10 Minuten 27. Ja. Ey, ich möchte kurz dazu sagen, ihr seht ja hier schon Snow White, hier unten und hier. Ich wollte eigentlich im Stream eine Reaction machen auf diesen Song, die dann hochladen. Aber da das ja Teil der EP ist, habe ich ihm geschrieben, dass ich die Einzelreaction auf Snow White weglasse. Und das dann in einer Kompakt-Reaction auf die EP mach. Ja, das heißt, ich kenne den Song noch gar nicht. Ich habe mir den bis dato noch nicht angehört. Denn ich habe gewartet, bis die EP raus ist. Ja. Ich will mal ganz kurz gucken, wann kam der Track raus? 8. Dezember. Leute, ich möchte auch ganz kurz anmerken, es ist gerade 4:15 morgens. Ja. Ich nehme das morgens um 4:15 hier auf. Ich habe gerade schon 2 Reactions aufgenommen. Einmal auf Evans und einmal auf Chuck hier. Und es ist gerade 4:43 Uhr. Und vor 2 Wochen, genau heute vor 2 Wochen, also 2 Wochen, kam der Song raus. Und ihr seht auch hier Twitch Reaction Livestream. Der ist allerdings abgebrochen bei der Moon Diego AI Album Reaction. Kommt aber auch noch, keine Sorge. Aber ich habe mir diesen Song nicht angehört. Ich habe diesen Song original 2 Wochen nicht gehört. Ich habe bis heute gewartet, bis die EP rauskommt. Und ja, ich mache das hier gerade über den Browser, weil ich habe hier so ein kleines... ich sag jetzt mal Plugin drinnen, damit das hier für mich ein bisschen lauter ist. Ja, weil die Kopfhörer sind nämlich echt kacke, das sind nämlich so In-Ear-Dinger. Und ja, mit Glück kriege ich bald neue. Daumen drücken, zur Not hole ich mir auch selber welche, je nachdem, mal gucken. Aber ja, Leute, wir starten durch mit Kalte Winter, kalte Herzen, EP von Arkaya und dem Song Snow White. Give it. Oh, ist das der Diepe Arkaya? Wow, ist das der Diepe? Wow. Ist das der Diepe Arkaya? Kriegen wir hier den Diepen Arkaya? Kriegen wir ihn hier? Ich bin gespannt. Ey, wir kriegen den Dietmar Kaya, Ey, Digga, ey, bitte. Warum man nicht diesen Bruder? Ich verlieb mich hier gerade aus. Das. Ey, yo. Bro. Ich glaube, no joke, es war wert, dass ich 2 Wochen gewartet habe, bis die EP kommt. Beziehungsweise bis ich mir diesen Song anhöre. Ich glaube, das Warten hat sich gelohnt. Ich bin echt gespannt, was mit den anderen 3 Songs noch ist, wie die sind. Aber auf Snow White haben wir auf jeden Fall den Deep Arkaya. Oder den etwas deeperen Arkaya, sagen wir so. Und das ist geil.
Und ich weiß, dass du mich nicht liebst. Boah, boah, Bruder. Ey, bitte, bitte, bitte. Ey, yo. Ey, ich bin ehrlich. Ich bin absolut ehrlich. Das ist einfach nur geil. Das ist absolut geil. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nicht, weil ich keine Ahnung habe, was ich sagen soll, sondern ich weiß nicht, mit welchen Worten ich es sagen soll. Digga, ey, ey, lass mal weiter, lass mal weiter. Okay. Das war Snow White. Ja, das war erst der erste Song, ich bin jetzt schon verliebt. Ey, bitte. Wisst ihr, was mich mal interessieren würde? Das müssten wir eigentlich mal machen. Ja? Das müssten wir eigentlich mal machen. Mich würde mal interessieren, wie das aussehen würde, wenn er einen Text macht, sagen wir, weiß ich nicht, Hook und, weiß ich nicht, ersten Verse oder so, mir den dann schickt und ich rotz dann zweiten Verse rein. You know? Dass man halt so gesehen mal einfach guckt, wie man so textlich auf einer Länge ist. Ob man textlich so auf derselben Wellenlänge irgendwie steht oder so. Das würde mich mal interessieren. Das würde mich mal wirklich interessieren. Ich sag jetzt mal, ob meine textlichen Skills so zu seinem Skill, was Texte schreiben angeht, auf derselben Höhe liegen, auf derselben Linie sind. Das würde mich mal interessieren. Das müssen wir eigentlich mal machen. Ja, das würde mich echt interessieren. Das müssen wir wirklich mal machen. Echt Bock drauf. So, aber Snow White, Digga, kommt direkt erstmal fett in meine Lieblingslieder, Digga. For real, lass uns mal machen. Weiß nicht, hau mal einen Text. Weiß ich nicht. Erste Strophe und die Hooks. Schick mir das. Und dann hau ich da mal einen zweiten rein und dann gucken wir mal, ob das so auf einer Länge ist. Weil das würde mich nämlich echt mal interessieren, ob wir textlich auf derselben Länge sind, also auf derselben Wellenlänge. Das würde mich mal interessieren. Lass das mal machen. Das würde mich echt mal interessieren. So, kommen wir zum zweiten Song. Wann ist es vorbei? Ey, das klingt auch schon wieder deep, Digga. Generell klingt irgendwie alles deep. Wobei, Winter in meiner Stadt, Digga. In meiner Stadt, Digga, bin ich doof. In der Stadt könnte so ein bisschen in die, ja, etwas heitere Richtung wieder gehen. Und für dich klingt auch wieder deep.
Aber Winter in der Stadt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so, wie man den Titel deep machen könnte. Keine Ahnung. Egal. Wir gehen rein in Wann ist es vorbei? Ganz kurz, falls ihr gerade einen Knacken gehört habt, das war mein Finger. Das tat gerade echt weh. Wollte ich nur mal so einbringen, ich weiß, juckt keiner, aber ist mir egal. Okay, what the fuck? Keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Keine Ahnung, ich spule einfach nochmal ein Stück zurück. Okay. Naja, ist auch egal eigentlich. Hä? What the fuck? Egal. Gut, könnte an der Browser-Version liegen, ich weiß es nicht. Wobei die eigentlich nie Probleme gemacht hat. Gut, ich habe keine Ahnung, ich habe sie nie benutzt. Ich benutze eigentlich immer Spotify direkt dafür. Ich habe es nämlich eigentlich runtergeladen, aber da mir das zu leise ist auf den Kopfhörern, benutze ich jetzt im Browser. Ja, keine Ahnung, was das gerade war. Aber der Song ist wunderschön. Also, ich muss erstmal alles wichtig und richtig. Ne? Also erstmal richtig und wichtig. Ich muss ja dazu sagen, ich bin, ich sag mal so, was eigene Mucke angeht, bin ich ja nicht gerade so derjenige, der da Ahnung von hat. Klar, ich versuche selber so ein bisschen immer weiter zu kommen. Ich mache hier und da Probe Sachen, ich mache hier und da versuche ich irgendwas zu schreiben, lässt sich aber am Ende komplett scheiße lesen. Deswegen ich das dann meistens wieder wegwerf. Ja, ist halt so, ne? Aber es gehört dazu. Das gehört dazu, wenn man eigene Musik machen will. Das gehört komplett dazu. Dass man Texte nochmal und nochmal schreibt und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und immer wieder neu schreibt, bis es passt. So, ne? Muss man ja auch erstmal finden. Aber lass. Oder wenn du dieses Video siehst, ne? Lass das for real mal machen, dass du einen Text machst, ohne zweite Strophe, mir den schickst und ich baller eine zweite rein. Das würde mich mal interessieren, wie das dann, wie sich das liest. Ne? Lass das mal machen. Würde mich mal interessieren. Also ich habe keine Ahnung, warum das Lied hier
irgendeiner Stelle abgebrochen ist. Keine Ahnung, es funktioniert aber wieder. Keine Ahnung. Diese Welt ist krank, so viele Menschen der Gestank von Emilio, ich bin krank, ich bin so krank. So einfach wunderschön, wirklich. Ich bin ehrlich, ich glaube, das hatte ich auch bei irgendeinem Song schon mal gesagt von ihm, dass er einfach eine super, super melodische Stimme hat, die einfach in den Kopf geht und im Kopf drinnen bleibt. Dieses Gefühl habe ich bei jedem seiner Songs. Scheißegal, ob es jetzt deep ist, ob es härter ist oder weiß ich. Seine Stimme geht in meinen Kopf und bleibt da drinnen. Einfach weil diese Lieder so freaking gut gemacht sind. Man hört die, also auf jeden Fall jetzt bei diesen Liedern, bei den zwei Liedern hier gerade, habe ich auf jeden Fall die Emotion rausgehört. Und es ist einfach krass, was er auf die Beine stellt. Ja? Komplett egal, ob mit Features oder ohne Features. Es ist einfach ein komplett eigenes Egal, vielleicht fällt es mir wieder ein, ich weiß es nicht. Egal, machen wir weiter mit Winter in der Stadt. Der dritte Song, 2 Minuten 26, das ist der zweitlängste Song. Drittlängster und ja genau, das ist dann so gesehen von der Länge her der vierte Song. 1, 2, 3, 4. Von den Längen her, von der richtigen Liste aus. 1, 2, 3, 4. Logisch. Und ja, gehen wir rein in Winter in der Stadt. Okay, am Anfang so ein Gitarren-Einspieler, nennt man das so? Ich habe keine Ahnung, ne? Auf jeden Fall am Anfang so Gitarre, sehr geil. Ja, Gitarren in Deutschrap sind sehr geil. Gutes Beispiel dafür ist Evans mit seinem Album Moon. Auch sehr geil. Kalte Winter, kalte Herzen frieren nicht. Verletzt du
Warte mal, höre ich noch Akaya, Digga, oder, Digga, warte mal, ey. Was ist das für ein abnormal geiler Übergang gewesen? Holy shit, Digga, ey, Bruder! Was ist das für eine geile Stimmlage bei ihm? Ey, ich bin ehrlich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß ehrlich nicht, was ich sagen soll. Ey, ich weiß nicht, was ich sagen soll gerade. Weil das einfach so schön klingt. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich glaube wirklich, dass das hier, dass diese EP ein sehr schöner Abschluss für das Jahr 2023 ist. Gut, einen Song haben wir noch, aber es klingt einfach so wunderschön. Und hey, ich weiß gar nicht, wie ich diesen Song in Worte fassen soll. Ich weiß es einfach nicht. Weil es so schön klingt. Man fühlt da mit bei diesem Song. Ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht oder genauso fühlt wie ich. Aber irgendwas bei diesem Song fühle ich. Ich habe ein bestimmtes Feeling, was ich habe, wenn ich gerade diesen Song höre. Ich kann es nicht in Worte fassen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Digga, ey. Okay. Entspann dich, Morok. Entspann dich. Kommen wir zum vierten Song und damit auch zum letzten Song der EP. Für dich. Oh, so ein schöner Anfang schon, Alter. Der Beat gefällt mir jetzt schon.
Das Eis es schmilzt, Feuer erlischt, Pflanzen gedeihen vor sich hin. Ich schau dich an und ich seh, dass ich verliebt in eine Göttin bin. Ich weiß, dass du mich nicht liebst, aber das ist okay, denn ich träume von dir, dass ich mit dir zusammen bin. Und es tut gut, dich so zu sehen. Adrenalin schießt aus mir raus. Ja, diese Frau, ja, sie ist schlau. Sie ist so wunderschön, die Haare wehen im Wind, so dass ich mich hier verliere. Ich will ein Kind mit dir. Ich weiß, dass es so schön sein wird. Ich brauche dich, bitte vergiss alles, was war, und komm mit mir. Ich geb dir das, was du so brauchst. Ich eigentlich will ich gar nicht stoppen, ne? Aber das ist auch wieder so ein, das ist halt auch einfach ein Lied wie das Lied davor. Ich habe wieder so ein Feeling. Ey. Ich weiß genau, dass du das willst, also bitte. Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz, was ich sagen soll, da ich gerade, ich sag jetzt mal die jetzt gerade Situation, nicht so ganz in Worte fassen kann. Was ich sagen kann, sehr schöne Songs, sehr schöne, ja, ey. Man hört einfach bei allen vier Songs, vor allem bei den letzten zwei Songs, beziehungsweise eigentlich bei allen, einfach diese Emotionen raus, mit denen er diese Songs geschrieben und gemacht hat. Ich bin gerade ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Ich bin gerade so ein bisschen auf einer anderen Wolke, sag ich jetzt mal. Weil das ist einfach ein sehr, sehr schöner musikalischer Abschluss für das Jahr 2023. Ja. Das war die EP Kalte Winter, kalte Herzen von Arcaria. Gönnt sie euch, haut die Songs in eure Playlist. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich so wirklich gerade sagen soll, weil, ja, wie gesagt, ich bin gerade auf einer anderen Wolke, was Feelings angeht. Ich kann gerade, ich glaube, nicht die richtigen Worte zusammenfinden.
Deswegen würde ich jetzt hier das Video beenden. Schaut in die Videobeschreibung oder in den Community-Tab, je nachdem, ob es dann endlich mal wieder geht. Da findet ihr dann den Link zu EP. Und dann würde ich sagen, haut rein, habt frohe Weihnachtstage und kommt gut in das neue Jahr 2024. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. It's hard, it's cold, it's